Hey Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr einen Steingenerator in Minecraft bauen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich schon mit dem Tutorial an. Also, ihr platziert erstmal vier Blöcke, durch die auch Redstone, ja, durchgehen kann, ne? So, dann machen wir hier drei auf dem vierten Delay und einem auf den dritten. So, dann platziert ihr hier eine Piste. Dann hier drei Blöcke. Das müssen keine Glasblöcke sein. So, dann müssen wir jetzt hier eine Wasserressource und hier eine. Dann sind es hier drei Ressourcen. Müssen aber nur zwei sein. Ja, und dann hier oben noch ein Lavasource. Und schon habt ihr den Steingenerator. Und ja, jetzt wäre der eigentlich schon fertig. Aber damit es halt ein bisschen schneller geht und ihr nicht immer warten müsst, bis dieser eine Stein da generiert, würde ich mal sagen, dass wir da mit der Piste den Stein so wegschieben. Und dann geht es schon schneller. Also dann wartet ihr hier bis da einiges an Stein wieder da ist. Und dann könnt ihr das mit eurer Silk Touch Spitzhacke. Weil, wenn ihr das mit einer normalen Spitzhacke ohne Silk Touch abbauen würdet, könnt ihr euch gleich einen Plastiksteingenerator bauen. Also baut es mit Silk Touch ab, weil sonst bringt es ja nichts. Und wenn ihr es im Kreativmodus abbaut, dann bringt es auch nichts, weil sie nichts droppen. Ja, und ihr könnt natürlich dann das da auch noch doppelt bauen. Also auf der anderen Seite hier nochmal das gleiche so wie hier. Damit es halt noch schneller geht. Und hier in der Mitte ist so eine Piste, die dann die ganzen Blöcke wegschiebt. Braucht ihr halt hier Obsidian, damit die Pisten sich nicht selbst wegschieben. Aber eigentlich reicht es auch schon, wenn ihr einen so einen Generator habt. Dann so einen Stein schiebt. Dann mache ich das mal kurz noch vor, wie es dann im Soil-Modus aussieht. So, dann baut ihr den hier schön ab. Ja, das reicht eigentlich von der Geschwindigkeit her. Ja, also das war mein Steingenerator-Tutorial. Ich habe auch schon ein Pflastersteingenerator-Tutorial gemacht. Falls ihr das sehen wollt, dann guckt es euch an. Habe ich vor einer Video hochgeladen, vor einer Woche hochgeladen. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß, wenn ihr den Super Bowl heute schaut, beim Zuschauen dann. Und also ich schaue ihn leider nicht, weil ich muss ja morgen in die Arbeit. Ah, ist echt schade. Ich würde den auch gerne mal anschauen. Ich habe noch nie Super Bowl geschaut, aber es ist ja eine richtig fette Veranstaltung und so, und deswegen ist mir echt Bock, den anzuschauen. Naja. Gut. Nächstes Jahr, vielleicht mache ich nächstes Jahr extra Urlaub, dass ich den anschauen kann. Oder vielleicht schaue ich ihn mir im Internet an, wenn es geht. Also so eine Wiederholung oder so. Ja, keine Ahnung, die besten Ausschnitte vielleicht. Naja, also das war es auch schon mit diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne auf mag ich. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und tschüss.